Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Dieses Mal mit Neo Unleashed, einem Typ, der seit Ewigkeiten nichts mehr produziert hat. Ich und wahrscheinlich die meisten kennen ihn aus dem JBB, als er noch bei der Lachsnacken Gang war, von der er ja mittlerweile fort ist. Danach eine EP rausgebracht hat, die hieß Hurensohn, wenn nicht, kauft, wunderschöner Titel. Und danach sein Album das war die EP danach. Das Album davor, was richtig gigantisch war, hieß Prestige. Auch ein geiler Titel. Also Neo hat es wirklich mit Präsentation, das darf man ihm gerne zuschreiben. Also die Audioqualität von Neo war immer überragend. Oft macht er ja auch alles selbst. Hier ist es auch so, der Beat vom neuen Song ist teilweise bei ihm produziert, dann teilweise vom Vendetta Beats auch ein, also wenn es um harte, in die Fresse Battle Rap Beats geht, ist Vendetta wirklich eine der absoluten Top-Marken in Deutschrap und reiht sich da zusammen neben Leuten wie zum Beispiel Digital Drama ganz vorne mit ein. Dann haben wir Z-Ray hat mitproduziert. Sicher ist jetzt? Z-Ray, der Typ, der für Neo alles im JBB produziert hat. Z-Ray ist bekannt für diese typischen, langsameren Bretter, so diese, ja, 70 bis 85 BPM Dinger, die sehr schleppend sind und Elemente haben von Boom-Bap, Oldschool-Dubstep und vor allem G-Funk. Und das klingt einfach bei Z-Ray mega geil. Der hat seine Mischung auf jeden Fall gefunden. Der war auch bekannt für nicht gerade komplexe Arrangements, sondern eher simple und effektive, ja, Beats. Kann man nicht viel zu sagen. Vor allem die Drums, richtig wichtig und entscheidend waren. Also Vendetta eher episch, Z-Ray hat diesen Oldschool-stylischen Flavor und Neo selbst produziert immer sehr sauber, das finde ich jedes Mal geil. Er hat ein gut ausgeprägtes, fettes Low-End, was im kompletten Beat zu hören ist, also Kick und Bass, immer gigantisch bei ihm. Und dann packt er konträr immer relativ hohe Samples rein. Hohe Samples, die kann man im Stereobild weit verbreiten und die wirken immer sehr groß. Und diese Abwechslung von druckvollem, starken Low-End und breiten, hohen Samples erzeugen halt eine Soundmasse, wo er den Sack zumacht mit seiner Stimme und ein fettes Gesamtpaket abliefert. Und ich frage mich wirklich, wie diese beiden Songs zusammen wirken, vor allem, weil sie halt von drei Top-Produzenten gemacht wurden. Ja, ich sehe auch, dass Neo halt wirklich ein super toller Produzent ist, kann man nichts sagen. Und 3D-Artist und Drohne und alles sehe ich auch. Okay, dann bin ich mal gespannt. Bei Neo bin ich wirklich immer gespannt, was einen da erwartet. Schauen wir rein. Ah, das hat diesen Sin City-ähnlichen Look, wo halt alle anderen Farben außer Rot sehr abgeschwächt sind. Sie sind nicht ganz weg, du siehst hier unten zum Beispiel noch diesen rosanen Punkt, aber da das ja auch ein Farbpigment ist, was halt mit Rot zusammenhängt, glaube ich trotzdem, also ich gehe nicht von der Aussage runter, alle Rottöne und vielleicht maximal noch etwas Pink und Orange sind noch zu sehen, aber sonst müsste alles ausgegraut sein. Klingt sehr schleppend. Oh, ist gerade reingekommen. Ich wollte eigentlich noch was sagen. Es hat gerade eher so ein Trap-Vibe. Also Samples, die reversed, also rückwärts abgespielt werden. Das hat so einen gewissen Vibe, wie man ihn halt oft von Trap-Samples kennt. Ich denk zurück an jenen grauen Tag. Als ich wie es einsteigt. Nichts außer diesem Traum besaß. Neos Stimme ist mega geil abgemischt. Du hast geile Tiefen, das sitzt richtig gut im Mix. Das wird jetzt von keinen Instrumenten, die gerade kommen, überschattet. Und gleichzeitig hat es eine ganz feine Höhenabstimmung. Das heißt, seine Stimme klingt fett, generell fett, auch ohne den Mix. Aber im Mix klingt sie auch fett abgemischt. Plus die Höhen, also sagen wir mal die Transparenz und die Klarheit der Stimme, diese Luftigkeit. Oh, das klingt so schön. Das klingt so glatt gebügelt, aber nicht platt, plastischmäßig. Das klingt einfach nach Hochglanz. Kleiner Junge, der bereit ist, bis ans Äußerste zu gehen. Da hast du diese Percussion, die gerade im Hintergrund einsteckt, diese orchestralen Drums. Die halt für ein richtig episches Feeling sorgen, à la Vendetta. Doch trotz allem nur Enttäuschungen erlebt. Er sitzt allein zu Hause und schmiedete Pläne. Oh, jetzt kommt der Bass rein. Während. Und hier ist das Storytelling von Neo auch richtig geil. Ich denke mal, er redet über sich selbst und seine Ambitionen, seine Herkunft. Und es steigt halt wahnsinnig geil ein. Nochmal. Ich denke zurück an jenen grauen Tag, als ich nichts außer diesem Traum besaß. Ein kleiner Junge, der bereit ist, bis ans Äußerste zu gehen. Doch trotz allem nur Enttäuschungen erlebt. Seine Stimme klingt hier fast schon ein bisschen brüchig, habe ich das Gefühl. Das soll halt auch emotional wirken. Er hat so diese andere Art zu schauspielern. Nicht falsch verstehen, nicht, dass ich sage, dass es gestellt klingt. Was ich meine ist, du musst als Rapper vom Mikrofon immer eine gewisse Performance haben. Selbst an Tagen, wo du halt mal nicht so Bock hast. Natürlich spielst du immer eine Rolle. Und ob du was mit dieser Rolle verbindest, sei mal dahingestellt, es hilft dir halt, dich da reinzusteigern. So wie es hier gerade bei Neo der Fall ist. Aber auch abseits davon, finde ich, hat er halt dieses Talent, sich eben in das, was er sagt, reinzusteigern. Er ist sehr textgebunden. Anders als zum Beispiel bei Rappern wie Tuttle, der sich in alles so richtig reinwirft und 100% in dem ist. Wie zum Beispiel auch in Michael Jackson, das ist immer sehr spannend zu hören. Er sitzt allein zu Hause und schmiedete Pläne, während er Krisen durchlebte. Er kann sie nicht mehr zählen. Sie nicht mehr zählen, Krisen durchleben, schmiedete Pläne, auch geil. Also cooler Fünfsilber. Er dachte, das wäre seine Endstation. Doch dann ging es endlich los.
Aber vor allem ist es auch geil, wie er das rappt. Er dachte, es wäre seine Endstation. Doch es ging endlich los. Also dieser vorgezogene Reim, es hat halt einfach Stil. Und dann kommt er schon direkt mit der nächsten Line, um dann in die nächste... Also er fängt die nächste Line an, die aber erst in den nächsten Takt einleitet, wo man eigentlich erst erwartet, dass die nächste Line losgeht. Versteht ihr? Er zieht es ein bisschen vor und dadurch hat das Ganze so einen unerwarteten Charakter. Hoch. Er blickte auf goldene Zeiten, doch viele versuchten ihm sein... Boah, ist aber auch geil, so der Typ, der vom Horizont steht. ...einen Erfolg zu... Es untermalt halt das, was Neo sagt. ...entreißen, denn wenn der Sprung ins kalte Wasser Wellen schlägt, lockt man Haie an, die oben an der Nahrungskette stehen. Oh. Er hatte... Es ist geil. Ich find's geil, wie er hier mit Metaphern spielt. Also du hast den Sprung ins kalte Wasser, du wagst dich Dinge, die du dich vorher nicht getraut hast, und damit lockst du Haie an, die an der Spitze der Nahrungskette stehen. Ins kalte Wasser Wellen schlägt, lockt man Haie an, die oben an der Nahrungskette stehen. Und dann holt er noch dieses Welle-Schlagen mit rein. Wenn du Welle machst, heißt es, du erzeugst Reichweite, mit dem, was du machst, das kommt auf Anklang. Ihr wisst, was ich meine. Ich find's schon geil zu sagen, dass der Sprung ins kalte Wasser, also das... Durch dein Wagnis werden Leute auf dich aufmerksam, aber auch die Haie, die ja im Wasser leben, die werden dadurch angelockt und wollen dich fressen, weil sie wissen, es gibt Beute. Und Haie werden wirklich durch Schwingungen im Wasser angelockt. Sehr geil gemacht. Sehr intelligente Zeile, unglaublich geil mit Metaphern gespielt. Das ist diese andere Genialität, das feiere ich. Er hatte viel für die Karriere geplant, doch ihm waren die Hände gebunden durch den Knebelvertrag. Und eigentlich wollte er bloß in die Gesangskabine, doch mittlerweile hat er eine Wandvitrine voller Anwaltsbriefe. Oha, okay, ich wusste es gar nicht. Ich dachte, er hätte gesagt, dass er eigentlich nichts mit Labelchefs macht. So hatte ich das zumindest auf Prestige gehört. Vielleicht vertue ich mich da gerade auch. Aber anscheinend hat er sich da in Papierkram verstrickt mit denen. Das ist relativ übel. Ich habe oft gelesen, zum Beispiel jetzt letztens halt in dem Savas-Buch, dass es oft so ist bei jüngeren Künstlern, dass die schnell mal von Großen vertrieben, also man sieht es ja auch im heutigen Deutschrap, Verträge bekommen, wo steht, dass die einen großen Zuschuss bekommen. Aber ein kleingedruckter Satz, und das ist jetzt kein Witz, keine Übertreibung, es ist vielleicht ein Klischee, aber es ist so, dass dieser dafür sorgen kann, dass du jahrelang an ein Label gebunden bist. Und selbst wenn du da fort bist, hängt deine Musik immer noch bei denen. Das sind Gründe, warum Künstlerinnen aus den Staaten schon ihre kompletten Alben neu aufnehmen, damit sie ihre Rechte quasi an den Songs zurückbekommen. Der Konflikt zwischen Paperkrieg und Selbstjustiz raubt ihm Energie, weil er kein Ende sieht. Oh, wie dieses Sample da gerade reinkommt, das wirkt wie ein Film. Der Konflikt zwischen Paperkrieg und Selbstjustiz raubt ihm Paperkrieg und Selbstjustiz. Energie, weil Energie. Er kein Ende sieht. Eine Zeit voller Machtbesessenheit, in der nur das Finanzamt mit ihm abzurechnen scheint. Ein lebensfroher Typ, der mit Depressionen schlief. Und das alles wegen Geldgier von einem ehrenlosen Peach, dessen Megalomanie, wie es ebenso beliebt, über ihn entscheidet und der dem Karrieretod entflieht. Megalomanie habe ich noch nie gehört. Es ist eine geile 5-Silben-Kette wieder mal. Und ich finde es halt auch geil, wie er am Ende mit der Stimme hochgeht und sich so ein bisschen mehr reinsteigert und ihr quasi erklärt, dass er als Mensch, der eigentlich lebensfroh ist, total depressiv geworden ist, weil ihn hier jemand ausnutzt, jemand ganz bestimmt ist. Er hat da wohl einen Sündenbock. Erinnert mich so ein bisschen an diese Bushido Arafat-Sache. Doch egal wie hoffnungslos erschien, er lässt nicht locker bis zum Ziel, während der Doppelschichten schiebt. Der Weg war geprägt durch Schmerz und Leid, denn unter Schwerstarbeit hat er das selber aufgebaut, vom ersten bis zum letzten Stein. Und dennoch wurde er stark kritisiert. Der Chor gerade im Hintergrund ist... Ah, es ist geil. Doch glaub mir, er weiß, wie es sich anfühlt, wenn man alles verliert. Denn dann, wenn dir der Erfolg entgleitet. Das wird gerade gefiltert, also ich glaube, da kommt gleich ein Übergang. Sich selbst in engsten Freundeskreisen letztendlich die Spreu vom Weizen. Es schien, als wäre seine Vision. Boah, ist das fetter. Alter, im Arrangement ändert sich ständig was. Was ist das für ein fucking Film? Das geht mega ab. Ach, das ist so verdammt cool. Man wird hier richtig in den Bann gezogen. Wie er auch sagt, dass er sich das selber aufgebaut hat und sich jetzt hochkämpft und dass sich die Spreu vom Weizen bei seinem Freundeskreis trennt. Auch cooler Reim übrigens. Und jetzt zeigt, wer bei ihm ist und wer nicht. Im Tod geweiht, denn für den großen Hype zahlt man einen hohen Preis. Mhm. Und er ließ sich von eurem falschen Spiel verleiten, doch niemals von Krisenzeiten in die Tiefe reißen. Ich finde auch, dass man da geil drauf reimen kann. Das habe ich auch schon mal gemacht. Mal zurück. Und er ließ sich von eurem falschen Spiel verleiten, doch niemals von Krisenzeiten in die Tiefe reißen. Ich finde es auch spannend, wenn Künstler so sagen, wenn sie es hochgeschafft haben und dann davon erzählen, wie es da oben eigentlich so ist. Er kann verzeihen, doch er wird nie vergessen und wirft den Blick weiter nach vorne Richtung Siegertreppe und denkt zurück an jenen grauen Tag, als er nichts außer diesem Traum besaß. Ich hab's bei meiner Alligator-Analyse schon gesagt, aber Neo macht hier anscheinend auch dieses Ding, dass er bei einem Großmembran-Mikrofon halt ein bisschen näher kommt. Dadurch wird halt dieser warme und intimere, basslastigere Charakter getriggert. Denn es gibt mir so leichte ASMR-Vibes, wenn das Arrangement vom Beat dünner ist und seine Stimme noch mehr durchkommt, dass gerade diese ganzen Konsonanten, also D, K, P und so weiter, dass die richtig nah wirken, ungewohnt nah. Man hört ja auch das Schmatzen von seinem Mund so ein bisschen. Ich nehme an, das haben die auch noch ein bisschen gefiltert. Da gibt es auch ein Plugin von Isotope, wodurch halt es nah klingt, intim klingt, aber nicht so störend.
Also dass quasi die Klickgeräusche vom Mund gefiltert werden. Alles ändert sich mit der Zeit, doch der Wille bleibt. Viele wollten mir auf meinem Weg in den Rücken fallen. Ist gerade die Hook? Ich bin still alive. Was kann man mich zum Teil? Und ein paar Insta-Likes. So wie es jetzt ist, kann es von mir aus für immer sein. Denn endlich bin ich frei. Ich bin still alive. Mir wurde zwar der rote. Das ist jetzt nicht das fetteste Ding, wie ich es vorhin am Anfang der Analyse beschrieben habe. Da hat er rein vom Low-End, also gehen wir zum Beispiel auf die Kickdrum ein, die explodiert nicht so, wie zum Beispiel auf Imperium. Ein Track, den ich manchmal immer noch als Mixing-Referenz nutze, weil das Low-End da so geil ist. Es ist etwas zurückhaltender, was nicht heißt, dass es nicht abgeht. Im Gegenteil, das Ding geht vollkommen nach vorne und er hat dasselbe wie bei Prototyp, dass sie quasi seine Zeile rappt, dann eine Pause hat und dann nochmal einzelne Wörter wiederholt. Und ein paar Insta-Likes, so wie es jetzt ist, kann es von mir aus für immer sein. Ja, das bin ich frei und dann ist Echo. Und dann dieses Ich bin still alive. Also ähnlich hat er das auf Prototyp gehabt. Nur dass er hier nicht sagt Prototyp, sondern Ich bin still alive. Und das ist halt eine geile Aussage, wirklich. Zusammen mit dem Beat, der wirklich nach vorne geht und halt, ich hab's ja schon gesehen, er lädt halt voll zum Kopfnicken ein, das ist mega. Mir wurde zwar der rote Teppich ausgerufen. Boah, dieser fette Brass-Sound im Hintergrund, also dieses Blasinstrument, was da im Hintergrund so richtig macht, das. Das ist so das C-Rating. Ich glaube, da hat er mitgewirkt. Aber von keinem Kompromiss zwischen verkaufen wollen, doch sich nicht verkaufen wollen. Dennoch hab ich meine Ziele erreicht. Doch frag mich bis heute, was wäre, hätte ich bei Sido gesigned. Guck, ich bin. Als ob der da ein Angebot bekommen hat. Das hätte auch übel vom Image gepasst. So er mit der Grievous-Maske, das mega gut zum Totenkopf passt. Hätte er mal gemacht. Dependent doch Spiel in der Major League. Denn unleashed ist ein Beast, so wie Dave Bautista. Dave Bautista ist auch geil. Ich denke mal, es gibt keinen, der Dave Bautista nicht kennt. Selbst wenn er nie Wrestling geguckt hat, kennt ihr vielleicht Guardians of the Galaxy? Ich find's immer geil, wenn man so einen Reim auf Namen bringt, so wie hier. Bin independent, doch spiel in der Major League. Major League? Denn unleashed ist ein Beast, so wie Dave Bautista. Also Major League auf Dave Bautista ist ein mega geiler Reim. Und dieser Binnenreim unleashed ist ein Beast, so wie Dave Bautista, ist auch geil. Vor allem, weil Dave Bautista ist ja wirklich das übelste Beast. Drop der Wunderknabe ausnahmsweise mal keine gekonnte Strophe. Dann nur wegen Promo bei Boss Explosive. Spiel den. Ja, das ist auch geil. Das ist so eine typische Neo-Line. Ich finde, er hat diesen einen Humor und der funktioniert richtig gut. Wenn er mal eine beschissene Strophe hat, dann absichtlich, um bei Boss Explosive, der das Format schlechte Deutschrap-Lines hat, zu erscheinen. Sehr geil. Gangster-Paten in deinen Textpassagen. Doch in der realen Welt bist du bloß komplett beladen. Textpassagen, Gangster-Paten, was komplett beladen? Den Gangster-Paten in deinen Textpassagen. Doch in der realen Welt bist du bloß komplett beladen. Denn dein Vater ist. Was komplex beladen? Nicht Piccolo, doch hat bei deiner Geburt gekotzt. Und damit meine ich diesen Julians Block. Yo, Julians Block das. Als ob, was? Nicht Piccolo, doch hat bei deiner Geburt gekotzt. Und damit meine ich diesen Julians Block. Fans sind halb das Fuck. Also ich denke mal nicht, dass Julian der kotzende Vater ist, sondern hier ist halt gemeint, dass Julian bei seiner Geburt von seinem Vater angekotzt wurde. Und ich kann mir das so vorstellen. Julians Block hat in den letzten Jahren mega viel Scheiße gebaut. Seit dem JBB 2017, das dann 2018 wurde, weil er ein Jahr verpennt hat, ist alles ganz schön den Bach runtergegangen. Meine Fresse, wirklich. Hatte eigentlich immer ein gutes Verhältnis zu Neo. Er hat Neo ja auch beim 2015er JBB richtig hochgehypt. Aber später gab es die ersten Sticheleien in seiner Cypher 2016, wo Johnny Dixon die Line hatte, wenn ich komme, kann sich der King verstecken. Und Julian hat da gesagt, ja, der King hat sich versteckt. Womit er halt Neo gemeint hat. Ah nee, er hat gesagt, der King hat sich versteckt, damit hat er Entertainment gemeint. Und der Vize-King hat sich versteckt, womit er dann halt Neo gemeint hat. Also, dass er sagen wollte, Neo hat den Schwanz eingezogen und wollte nicht beim Turnier mitmachen. Wobei es eher daran lag, dass er sein eigenes Ding machen wollte und davon 100% der Einnahmen haben wollte. Deswegen hat er Busy Busy, der Song, der damals erschienen ist, nicht bei Julian hochgeladen, sondern bei sich selber. So war das, glaube ich. Und ich glaube, da gab es noch die ein oder andere Stichelei, die ich aber nicht kenne. Wenn ich ein Album mach, guck, ich hab es weit gebracht, wie Savage Size passt. Ich würde fast sagen, ich hab das eigentliche Ziel verfehlt. Was, ich hab es weit gebracht, wie Savages Reise passt. Ich mach nur Beats, damit ich zweimal im Titel stehe. Das hier ist mehr. Auch so eine geile Line. Das ist wieder so typisch Neo. Ich mach nur Beats, damit ich zweimal im Titel stehe. Ist auch fett. Als nur Musik. Es ist Überlebenskunst im Krieg. Und ich stehe vor dem Sieg. Denn hier geht es um Prestige. Alles ändert sich. Boah, auch diese. Boah, das war geil gerade, wie er selbst eingeblendet wurde. Und quasi die Anspielung an sein Album macht hier. Und ich stehe vor dem Sieg. Wie das quasi ist. Es fällt dir ein mit so einem Reversed Reverb. Also wenn du einen Hall auf eine Spur legst, diesen Hall dann umdrehst und vor die Spur legst. Das heißt, wenn du einen Hall auf eine Spur legst und eine lange Hallfahne machst, dann wird aus einem A plötzlich ein langes A. Und wenn du das umdrehst, hast du dann ein. Und wenn du dieses Diss dann vor die eigentliche Spur legst, dann klingt es so, als ob diese Spur wie von Geisterhand gezogen auf
einmal in den Track reinkommt. Plus, die haben hier mit dem Panning gespielt. Stell dir ein Stereobild vor und dieses Einatmen, also dieser Reverse Reverb, wandert quasi von links nach rechts. Und da hast du quasi dieses langgezogene Ding, wo dann quasi hier geht es um Prestige. Dann auf einmal auf der rechten Seite ist. Hört mal drauf. Und ich stehe vor dem Sieg, denn hier geht es um Prestige. Alles ändert sich mit der Zeit, doch der Wille bleibt. Viele wollten mir auf meinem Weg in den Rücken fallen, doch niemals krieg ich ein. Ich bin still alive. Was kümmern mich zum Teil und ein paar Insta-Likes. So wie es jetzt ist, kann es von mir aus für immer sein, denn endlich bin ich frei. Auch geil. Ich find's so Lines so richtig geil, wenn Künstler wirklich auf die Reichweite scheißen und es öffentlich sagen und dann sogar noch beteuern, dass es denen egal ist, ob da noch was kommt. So wie es jetzt ist. Einfach Mucke machen. Einfach leben. So ist es geil. Und ich wünschte, ich komme da auch hin. Wirklich. Weil gerade bin ich wieder in so einer Phase, wo ich absolut unzufrieden bin mit allem. Ich freue mich zum Beispiel über meinen Abonnentenzuwachs gerade. Der ist mega. Gerade seit der letzten Reaction auf Tuddle. Danke nochmal dafür übrigens, Leute. Was mich stört ist, zum Beispiel die Art bei meiner Musik. Gerade habe ich wieder so eine kleine Mauer, auf die ich gestoßen bin. Dann jetzt muss ich die wieder brechen. Also wieder den Durchbruch schaffen. Metaphorisch gesehen. Und das ist hart. Und ich habe immer so dieses Problem, dass mich mein Qualitätsstandard noch stört. Und das, obwohl ich jeden Tag stundenlang was dran mache und bin davon richtig besessen. Und dass so Neo schon auf so einem Peak ist und sagt, so wie es jetzt ist, ist geil. Jetzt einfach Mucke machen. Ich mache mir keinen Kopf mehr. Was juckt mich, ob das noch durch die Decke geht? Ich bin zufrieden. Oh, das ist so ein Punkt. Den hätte ich auch gerne. Ich bin still alive. Ich weiß, viele wollen, dass ich im JBB den Titel hole. Doch ein Neo-Rap nicht für Preisgeld auf Hartz-IV-Niveau. Das ist auch geil. Den Joke habe ich übrigens meiner JOB-Qualifikation auch gebracht, dass das Geld, was du dort am Ende gewinnst, 450 Euro sind, was einem normalen Hartz-IV-Regelsatz entspricht. Und es ist geil, dass Neo daraus diesen Joke macht. Also sorry, wenn ich nachtrete, aber deine Grabrede war nicht mehr als deine eigene Grabrede. Auch, ja, okay, ist ein bisschen lazy vom Text, aber ich verstehe den Joke. Julians Blog hatte damals, als er das JBB verschoben hatte, eine Grabrede gemacht. So hieß sein Diss-Track gegen PA Sports, der davor San Diego in einem Track namens Hurensohn Holocaust gedisst hat. Sunny wollte mit einem Diss-Track antworten, was er auch gemacht hat. Und Julian sollte mit einer sogenannten Hurensohn-Analyse nachtreten. Das ist ein langes Video in seinem Stil, wo er auf einen Rapper analytisch eintritt, so wie er es bei John Webber gemacht hat. Das gleiche hat er dann gegen PA Sports gemacht. Das Ding war auch schon auf dreiviertel Wege fertig. Hat er aber nie gemacht, hat sich stattdessen noch mehr Zeit gelassen, hat dann mit Bare Spiel zu einem Produzenten einen Diss-Track gemacht, der wie gesagt Grabrede heißt. Der war aber tatsächlich nicht besonders gut, da er dann noch seinen neuen Style nicht ganz gefunden hatte und hat sich damit selbst gefickt, weil er ewig dafür gebraucht hat. Und PS Bots hat dann innerhalb eines Tages geantwortet, der Track war besser als das, was Julian gemacht hat. Deswegen, seine Grabrede war seine eigene Grabrede. Nur für den, der den Kontext interessiert. Ganzes Hab und Gut passt in einen Wanderschuh. Ich nehme dank Money Moves an Masse zu wie Majin Buu. Oh, geile Zeile. Ich nehme dank Money Moves an Masse zu wie Majin Buu. Und vorher, dein ganzes Hab und Gut passt in einen, was, in einen einzigen ganzen Schuh. So war das doch, oder? Wenn ich nachtrete, aber deine Grabrede war nicht mehr als deine eigene Grabrede. Dein ganzes Hab und Gut passt in einen Wanderschuh. Ich nehme dank Money Moves an Masse zu wie Majin Buu. So verdammt geil. Oh, es ist nice. Okay, wer Majin Buu nicht kennt, Charakter aus Dragon Ball. Naja, das kann man jetzt in mehrere Wege interpretieren. Das ist ein Dämon, der aus einer glibberigen Substanz besteht und eigentlich sehr dünn war, aber irgendwann auf einmal richtig fett geworden ist in der Story. Das ist die eine Geschichte und die andere ist halt, dass er Moves macht und Leute frisst und dadurch halt stärker wird. Das könnte er auch meinen. Was ich mache. Der Reim ist halt auch einfach geil. Ich liebe Dragon Ball Lines von Neo. Wirklich, ich liebe die. Auch als er gesagt hat, du kommst im Auto vorgefahren, wirklich coole Story. Wir kommen im Panzer, so wie Muten Roshi. Auch geil. Grenzt an unerklärte Wunderwerke, der Skill, den ich... Unerklärte Wunderwerke, auch mega. ...ich nicht beherrsche, muss erst noch erfunden werden. Die Jungs von KLB nice. Haben mich damals Bro genannt. Doch ich bin höchstens mit euch down in einem Bodenkampf. Okay. Jetzt disst er Johnny Dixon und Damon. Die waren anscheinend mal gut mit dem. Ich find's auch geil, was er da mal liegt. Aber die haben sich ja schon vor 2 Jahren gedisst. Also, Johnny hat ja auf seinem Album gesagt, du bleibst ewig der Zweite, nenn dich ZDF Neo. Damon hat dann auch noch gesagt, dass er ihn demaskieren könnte. Und Neo antwortet darauf, deine Frau lässt dich nur ran, wenn sie die Neo-Maske trägt. Das war quasi der Konter auf Prototyp. Jo, die sind ja schon seit einer Weile nicht mehr cool. Das ist ja kein Geheimnis. Aber die haben, so wie Neo es gesagt hat, vorher so auf Bruder gemacht. Der eine trägt Narben in Form von einem Handabdruck, der andere Kapuze wegen Nackenschutz. Junge. Das ist auch geil. Wenn man meine Texte für Wertpapiere hält, reicht ein schwer verdientes Geld nur für ein Mehrfamilienzelt. Die Reime sind so Power, Alter. Wenn ich so an Neos andere Reime aus dem JBB denke, ist das hier 2 Millionen mal besser. Gigantisch, wirklich. Mega. Junge, wenn man meine
Texte für Wertpapiere hält, reicht ein schwer verdientes Geld nur für ein Mehrfamilienzelt. Geiler fünfsilbiger Reim. Schwer verdientes Geld, Wertpapiere hält, Mehrfamilienzelt. Das ist so dieses typische Ding, wenn du auf Amazon browst und auf einmal siehst du so ein Wort, was du nirgendwo gelesen hast mit vielen Silben und ein einziges Nomen, was ja für die Technik noch geiler ist. Und dann denkst du dir so, okay, wie mache ich da jetzt einen Reim draus? Zumindest ist es bei mir so oft so und ich kann mir so vorstellen, dass es bei ihm so ist. Das ist mega. Ich bin ein paar Lines und das klingt Hollywood-reif und nach der Masterabgabe schreibe ich die Doktorarbeit. Auch geil gemacht. Okay, nach seiner Masterabgabe schreibt er die Doktorarbeit. Das kannst du folgendermaßen verstehen. Du hast Masterabgabe einmal an einem Song. Wenn der fertig gemischt ist, gibst du ihn zum Mastering weiter. Das ist der letzte Prozess, wo der Song lauter gemacht wird. Der wird dann halt quasi, wie sagt man, kommerziell angepasst. Dann hast du die Masterabgabe bei deiner Masterarbeit. Logischerweise erst machst du deinen Bachelor bei einem Studium und dann deinen Master. Oft ist es so, dass danach noch die Doktorarbeit folgt. Also er meint damit quasi, dass es noch ein Level raufgeht am Ende. Das hier ist mehr als nur Musik. Doch sie sehen nur Profit. Geil, wie er da auf diesem Fahrrad hockt, ne? Das hat so Style. Das ist mehr als nur Musik. Doch sie sehen nur Profit. Wirklich Reimtechnik, mega. Mehr als 10 Millionen Streams. 10 Millionen Streams. Doch hier geht es um Prestige. Alles geht es um Prestige. Zeit, doch der Wille bleibt. Viele wollten mir auf meinem Weg in den Rücken fallen. Doch niemals krieg ich ein. Ich bin still alive. Und dein Partner da, da, so wie es jetzt ist, kann es von mir aus wie immer sein. Diese leichte Melodie. Denn endlich bin ich frei. Ich bin still alive. Sehr stark. Okay. Das war Prolog und Still Alive von Neo. Mega geil produziert, wirklich. Kriegst du Gänsehaut von am Anfang und später ist es reinster Kopfnicker-Shit. Ich hoffe, da kommt jetzt wieder mehr von ihm in Zukunft. 122.000 Abonnenten ist auf jeden Fall auch eine Steilvorlage. Hau rein, Alter. Freut mich wirklich, dass es jetzt wieder läuft. Wirklich. Also, das war meine Analyse zu Neo. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vor 15 Jahren. Als wir noch Kinder waren, das war die schönste Zeit. Es zählte nur Persönlichkeit. Das war vor 15 Jahren, als wir noch Kinder waren, unbefangene Zeit.